Hallo Leute, die Pakete sind endlich da. Sind riesengroß. Um die 81 Meter. Nicht 81, 1,80 Zentimeter. Und es gibt viel Verpackungsmaterial auf jeden Fall. Und da ich nur mit einer Hand filmen kann, wird das etwas schwer mit dem Auspacken. Deswegen werde ich es entweder schneiden oder wieder in Teile packen. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim. Wenn ich es ausgepackt habe. So, bin wieder zurück. Das muss die Jojube sein. Auf jeden Fall. Bin positiv überrascht. Ein richtig schönes Bäumchen, was ich da bekommen habe. Ich habe ja bei Karibikpalmen bestellt und muss sagen, sie ist wunderbar. Ich wusste auch gar nicht, dass die Jojube Dorn hat. Das habe ich jetzt gerade gesehen und ziemlich fiese Stacheln sogar. Ja. Genau, richtig spitz, muss man echt aufpassen. Vor allem hier. Und noch was Positives. Sie blüht bereits, wie ihr sehen könnt. Hat sie schon einige Blüten angesetzt und besitzt auch Knospen. Warte mal. Genau hier ganz. Fein waren die, ja, hier. Ein richtig schönes Bäumchen. Schätze auf knapp 1,70 Meter, weil ich bin 1,60 und ja, 1,65 könnte die groß sein. Wirklich sehr gut verpackt auch gewesen. Die Sorte Chicolo. So sollen die Früchte dann aussehen. Leider ist die Beschreibung auf Englisch und Deutsch gibt es leider nicht. Dann lese ich es halt auf Englisch. Das macht dann nichts. Genau. Und man hat eigentlich noch einen ausreichenden Topf. Dann werde ich jetzt noch die Kaki auspacken und werde dann das euch auch noch zeigen. Bis gleich. Oh nein, scheiß TPD. Die hatte schon hier zwei Früchte gehabt, die sind abgefallen, die lagen unten im Karton. Eine hängt noch. Viel zu schade. Aber an sich, ein Blatt war abgeknickt, aber an sich ist das eine schöne große Pflanze. Hier war die Veredelungsstelle. Das hätten die hier auch besser machen können. Die Kaki kommt von Kalabrien. Und so würde sie dann aussehen. Diospyros vaniclea. Hier haben sie den Haupttrieb abgeschnitten. Und ich habe gehört, man soll die Äste so zur Seite senken, das wird den Ertrag erhöhen. Alles in allem ist die Pflanze in Ordnung. Ich freue mich trotzdem. Und die werde ich dann hier einpflanzen, direkt bei den Erdbeeren. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bin etwas enttäuscht wegen der Früchte. Wenn die noch dran geblieben wären, hätte ich noch welche ernten können und mal probieren können, wie die Früchte überhaupt schmecken. Aber ich bin zuversichtlich, dass diese Frucht hier noch dran bleibt und nicht abfällt. Man soll Fruchtfall ja vorbeugen durch Gießen. Und düngen, soviel ich weiß. Und hoffe, dass dann im nächsten Jahr endlich was entsteht und dann eine bessere Ernte gibt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.